Hey Leute und herzlich willkommen zurück zur Kryptografie. Heute geht es um Pairings, das heißt, wir fangen mit einem neuen Unterthema an und zwar mit Pairing-basierten Signaturverfahren. Ja, Pairings sind ziemlich cool, weil man da auch relativ gut irgendwelche Beweise oder sowas hinbekommt und vor allem haben die noch ein paar coole Eigenschaften, die wir uns aber auch noch angucken werden. Wie gesagt, für die ganzen anderen Verfahren, also für zum Beispiel den Digital Signature Algorithm, dem gibt es keinen Beweis, also weder im Standardmodell noch im Random Oracle Modell. Deswegen versucht man irgendwie was anderes zu machen. Pairings waren ein Verfahren oder eine Möglichkeit. Mittlerweile versucht man auf quantenbasierte oder quantensichere Sicherheit zu setzen. Das bedeutet, wir wollen irgendwas mit Gittern machen oder so. Ja, Pairings ist aber der erste Schritt dazu und ich zeige euch jetzt einfach mal, was ein Pairing überhaupt ist. Ein Pairing ist irgendeine Funktion, die zwei Werte nimmt, also zum Beispiel ein A und ein B und einen dritten Wert ausspuckt, also zum Beispiel ein T für Target, also Ziel. Dabei ist es wichtig, dass wir drei Gruppen haben, nämlich G, H und T, T für Target. Das heißt, dieses T hier ist aus dieser Target-Gruppe, das B ist aus der Gruppe H und das A ist aus der Gruppe G. Wir haben also drei Gruppen und diese drei Gruppen, die müssen alle drei zyklisch sein und dieselbe Ordnung haben, nämlich P. Also mit Betrag G gleich Betrag H gleich Betrag T. Ups. Groß T gleich P. Also P ist eine Primzahl, wie immer. Okay, so, jetzt brauchen die aber noch so ganz, ganz spezielle Eigenschaften. Und zwar sind es drei verschiedene Eigenschaften, nämlich zum ersten Mal die Bilinearität. Bilinearität. So, jetzt habe ich es aber richtig geschrieben. Die bekommen wir durch, ich glaube, ich lasse das mal so, dass ihr auch alles sehen könnt. Oder das bedeutet sozusagen, also diese Bilinearität, wir haben ein A1 mal ist jetzt unsere Verknüpfung innerhalb der Gruppe. Wir können ja auch andere Verknüpfungen uns denken innerhalb der Gruppe, aber sie muss bezüglich dieser Verknüpfung, also mal oder plus sind Verknüpfungen, bezüglich dieser Verknüpfung muss die Gruppe zyklisch sein. Und wir haben jetzt hier A1 und A2, also A1 verknüpft mit A2, hier kann zum Beispiel auch ein Plus stehen, wie gesagt, Komma B muss dasselbe sein wie E von A1, Komma B mal, das ist die Verknüpfung aus der Target-Gruppe jetzt hier, wobei wir einfach annehmen, dass das jetzt in dem Fall dieselben sind, A2, Komma B. So, das muss gelten und zwar genauso für die zweite Gruppe hier, also für das B. Das heißt, wir haben genauso hier stehen E von A, Komma B1, mal, wir nehmen jetzt auch einfach an, dass das wieder unsere Targetgruppe ist, B2 ist gleich E von A, B1, ups, das war jetzt leicht ungeschickt gewählt, ich habe doch jetzt gerade hier gesagt, das ist okay, naja, A, B2, so, das muss für alle Elemente A1 oder A2 aus der Gruppe G gelten. Also für alle Elemente aus der Gruppe G muss das hier gelten. Und für alle Elemente aus der Gruppe H muss das hier gelten. Absolut immer, 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 immer. Okay, das ist die Bilinearität. Darauf bauen wir nachher. Dann haben wir das zweite. Den Namen schreibe ich jetzt lieber nicht hin. Das nennt sich irgendwie Nicht-Degeneriertheit. Das ist ein total behinderter Name, deswegen lassen wir das. Wir haben Generatoren aus den Gruppen G und H. Also Generatoren wisst ihr hoffentlich noch, wenn ich G hoch irgendeine Zahl, nehme, keine Ahnung, G hoch A ist immer ein Element aus A und ich kann damit jedes Element produzieren sozusagen. Und für solche Generatoren G, oder nennen wir sie einfach mal G und H, klein g und klein h, dafür, dass G eben Generator für G ist und H für die Gruppe H, dann ist auch dieses E von GH ist Generator für die Gruppe, für die Target-Gruppe, ist Generator. So. Und gleichzeitig, wenn die Ordnung prim ist, bedeutet das, das ist jetzt aber einfach nur eine Herleitung, das ist im Prinzip das, was wichtig ist, die Eigenschaft, wenn die Ordnung hier prim ist, P prim,
dann bedeutet es auch, dass E von G, H, wenn G und H Generatoren sind, dass es ungleich 1 ist. Okay, das ist die zweite Eigenschaft gewesen. Jetzt zur dritten Eigenschaft. Und zwar, das ist sehr, sehr wichtig, wir müssen alles effizient berechnen können. Und zwar in die eine Richtung. Also wir müssen E von irgendwas, E von A, B, ist effizient berechenbar. Das sind die drei wichtigen Eigenschaften. Jetzt noch ein kleines Add-on sozusagen, was aus der Bilinearität hier folgt. Und zwar kann man sich das sehr, sehr leicht herleiten, wenn wir haben E von A, B. Und jetzt, Achtung, jetzt potenziere ich hier mein A. Also sagen wir zum Beispiel A hoch X. Dann ist es dasselbe, wie wenn ich sage E von A, B und das Ganze hoch X. Warum ist es so? Ich kann hier sagen E von A, B mal E von A, B mal E von A, B nach diesem Theorem hier oben. Hier steht ja im Prinzip nichts anderes wie A mal A mal A mal A mal A mal A mal A. Und deswegen kann ich das X hier rausziehen aus diesem Pairing, aus diesem A hoch X und kann es auf das Pairing quasi außen drauf schreiben. Also E von A, B hoch X. So, aber das bedeutet auch, dass dasselbe für B gilt, nicht wahr? Das heißt, ich habe hier auch gleich, das X sollte oben bleiben, E von A, B hoch X. Und das ist ziemlich cool, damit kann man einiges anstellen hier. Ich kann quasi einfach meine Exponenten hin und her schieben. Das ist wirklich sehr, sehr geil und damit kann man auch einige coole Sachen konstruieren, wie zum Beispiel ein Drei-Parteien-Protokoll. Und das werden wir uns dann nächstes Mal angucken. Noch kurz ein letztes Wort zu den Gruppen hier oben. Es ist nicht mehr so einfach, dass wir einfach C modulo P nehmen können, sondern meistens sind das irgendwelche elliptischen Kurvengruppen. Wenn ihr Bock habt, googelt es mal, beziehungsweise lest euch den Wikipedia-Artikel durch. Von mir wird es wahrscheinlich in absehbarer Zeit kein Tutorial dazu geben, weil ich absolut keinen Plan habe, was eine elliptische Kurvengruppe ist. Deswegen studiere ich Informatik und nicht Mathe. Wenn ich hier einen Mathematiker finde, dann darf der mir gerne erklären, was eine elliptische Kurvengruppe ist, solange es keine 10 Stunden dauert. Aber wahrscheinlich fehlt mir da auch ein bisschen das Vorwissen dazu. Naja, egal. Auf jeden Fall, die Dinger zu konstruieren ist auch nicht gerade einfach und alles andere als irgendwie für einen normalen Menschen machbar. Deswegen verlassen wir uns einfach mal darauf, dass die Mathematiker das ganz gut hinkriegen und wir berechnen hier einfach irgendwelche kryptografischen Wunderwerke und sind glücklich. Okay, das war's von meiner Seite wieder mal und ja, wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann, ciao!